Die nachhaltige Umnutzung ehemaliger Schulgebäude ist eine typische Bauaufgabe der Zeit. Der rücksichtsvolle Umgang mit der denkmalgeschützten Substanz einer Schule in attraktiver innerstädtischer Lage fiel bei diesem Projekt besonders auf. Die ursprüngliche Schule war Bestandteil der Bauausstellung Konstrukta, die sich Anfang der 60er Jahre dem Wiederaufbau der Stadt widmete. Eine geschickte Überformung der alten Klassenraumgrundrisse schafft attraktive Wohnräume, die durch große Fensterfronten beeindruckende Ausblicke ermöglichen. In Teilen des Gebäudes wurden barrierefreie Wohnungen eingerichtet. Eine besondere Herausforderung war die Umnutzung der ehemaligen Turnhalle. Entstanden sind hier 4 Reihenhäuser. Das Wohnen in der Gemeinschaft zeigt sich in besonderer Weise in der Nutzung des gemeinschaftlichen Innenhofs. Der ehemalige Pausenhof berücksichtigt als grüne Oase mitten in der Stadt auch private Bereiche der einzelnen Bewohner. Auch die öffentliche Nutzung der Kinder- und Jugendbibliothek konnte problemlos in das Gebäudeensemble integriert werden. Das heutige Nebeneinander der öffentlichen und privaten Nutzung ist beispielhaft gelöst worden. Der Schulumbau in Hannover ist nach Auffassung der Jury ein erfolgreiches und vorbildliches Projekt einer Baugruppe.